Musik verbindet, Musik geht unter die Haut und Musik kann unmittelbar Stimmungen und Emotionen tiefgreifend beeinflussen. Umso wichtiger ist der gemeinsame Gesang im Chor, denn so wird die Musik zu einem Erlebnis, das verbindet. Der Theodor Körner Chor Schwerin feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum und zeigt dadurch, wie wertvoll das gemeinsame Singen ist. Durch diese lange Tradition und den Zusammenhalt der Mitglieder ist das Chorleben immer wieder ereignisreich. Wir haben schon eine Menge Höhepunkte, das gliedert sich so ein bisschen in verschiedene Bereiche. Wir haben natürlich unsere regelmäßigen Konzerte, die wir durchführen. Wir haben unsere Probenlager, die wir zweimal im Jahr an den Wochenenden auch durchführen. Einmal ein dreitägiges Probenlager sogar. Und da ist natürlich auch ein bisschen Spaß und Freude und Unterhaltung und Entspannung auch immer dabei. Und dann eine dritte Schiene sozusagen unsere Chorfahrten, die wir machen bzw. Chorfeiern. Der Chor kann auf eine lange Vergangenheit zurückblicken. 1948 begann die Geschichte des Eisenbahnerchors Schwerin. Den Namen erhielt der Chor dadurch, dass die Mitglieder Mitarbeiter der Eisenbahn waren und in den Räumen der Reichsbahn probten. Der A-cappella-Chor hatte größtenteils Kampf- und Volkslieder in seinem Repertoire. Aber auch russische Folklore und plattdeutsche Lieder wurden gesungen. Mit anderen Sparten, wie beispielsweise einer Tanzgruppe, wurde der Chor 1949 zu einem Ensemble der Eisenbahn Schwerin zusammengelegt. Von da an erhielt das Ensemble auch materielle und finanzielle Unterstützung von der Gewerkschaft und der Reichsbahn. Schon bald darauf bekam der Chor den Namen, unter dem man ihn noch heute kennt. Der Chor ist ja ursprünglich ein Eisenbahnerchor und hat früher im ehemaligen Lokschuppen der Deutschen Reichsbahn geprobt. Und irgendwann, Anfang der 50er Jahre, bekam dieser Chor den Lokschuppen den Namen Theodor Körner. Und da der Chor dort immer geprobt hat, haben die sich gesagt, okay, dann geben wir uns den Namen ebenfalls. Viele Auftritte folgten und ließen das Ensemble immer berühmter werden. In der Zeit von der Gründung des Chores bis zur Wiedervereinigung von DDR und BRD hat das Ensemble über 2600 Auftritte mit etwa 2,6 Millionen Besuchern und Zuhörern verzeichnen können. Neben den zahlreichen Auftritten in Deutschland war der Chor auch auf Auslandstourneen in Frankreich, Polen, Ungarn, Bulgarien und in der Tschechoslowakei. Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten folgten Probleme, mit denen der Chor zu kämpfen hatte. Die Reichsbahn löste sich von dem Ensemble und somit verlor es auch die finanzielle Unterstützung. Immer weniger gemeinsame Auftritte des Chors, Verlust von Mitgliedern und die Suche nach neuen Geldquellen erschwerte das Aufrechterhalten des Chors. Doch der Zusammenhalt der verbliebenen Mitglieder und ihrer Freude am Singen überwiegten. In den darauffolgenden Jahren gewann der nun eigenständige Chor nach und nach neue Mitglieder. Auch einen neuen Chorleiter konnten sie für sich gewinnen. Peter Detloff stellte sich somit einer neuen Herausforderung und wurde Teil dieses traditionsreichen Chores. 2004 im Herbst wurde ich vom Körnerchor gefragt, da war ich ja nun schon Rentner, ob ich nicht Lust hätte, diesen Chor zu übernehmen, da der damalige Chorleiter diesen Chor nicht mehr leiten wollte aus gesundheitlichen Gründen. So, und da war ich recht froh darüber, wieder mit einem Chor zusammenzukommen. Allerdings zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Laienchor. Das war für mich eine wirklich große Herausforderung. Und wir mussten uns über Jahre aneinander gewöhnen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Konzerte, Konzertreisen und Chorwettbewerbe stärkten in den letzten Jahren den Ehrgeiz des Chors. Das Repertoire wandelte sich und wurde demnach auch anspruchsvoller. Es sollte eine gewisse musikalische Vielfalt vom alten Meister bis zum Gegenwartstitel im Programm vorhanden sein. Volkslied steht immer ganz oben an, alte Meister auch, ja, und zwar die alten Meister, die auch, sagen wir einmal, Frohsinn in sich haben. So, und dann auch etwas internationales Liedgut, das gehört auch dazu, aber Schwerpunkt ist, glaube ich, Volkslied, Volksliedbearbeitung, auch von neuen Komponisten. Das ist eigentlich das, was dem Chor am meisten liegt. Reichlich Platz für die Proben findet der Chor im großen Saal des Alten- und Pflegeheims Vitanas. Derzeit wird das Programm für das am 27. Mai stattfindende Jubiläumskonzert in der Schelfkirche eingeübt, bei dem der Theodor Körner Chor zusammen mit dem Jugendchor des Goethe-Gymnasiums singen wird. Die viele Mühe und Arbeit wird mit einer anschließenden Fahrt nach Stralsund und Rügen belohnt.